Herzlich willkommen. In diesem Video schauen wir uns die Aufgabe 8 von der Klausur Wintersemester 21/22 an. Gesucht ist die allgemeine lösende Differentialgleichung erster Ordnung. 1 minus x Quadrat in Klammern mal y' von x plus x mal y von x gleich 0, die durch Trennung der Variablen bestimmt werden kann. Okay, das erste, was wir machen, wenn wir Trennung der Variablen machen, wir setzen dieses y' durch die y nach dx. Fangen wir damit an, also 1 minus x Quadrat mal dy nach dx. Und ich schreibe jetzt immer nicht y von x, sondern ich schreibe nur noch y hin. Jetzt ein bisschen übersichtlicher. X mal y gleich 0. Okay, dann das nächste Ziel ist jetzt von uns, x und y voneinander zu trennen. Ja, ich packe jetzt mal dieses x mal y auf die andere Seite. Dann steht da also 1 minus x Quadrat mal dy durch dx gleich minus x mal y. So, und jetzt teile ich durch y, dann ist das y da weg. Ich teile durch diesen Faktor und rechne mal dx und dann habe ich das sortiert. Na, dann habe ich y links und alles, was nicht y enthält, rechts. Also habe ich Integral dy durch y gleich minus Integral x durch 1 minus x Quadrat dx. Also nochmal, ich teile durch diesen Faktor, dann steht da x durch 1 minus x Quadrat und dann nehme ich mal dx. Und ich rechne durch y, steht da y durch y und dann füge ich die Integrale dazu. Gut, das ist das Integral 49 aus der Formelsammlung. Ja, hier x durch 1 minus x Quadrat, a ist hier 1, also x durch 1 minus x Quadrat. Und dann haben wir hier stehen, erstmal müssen wir natürlich 1 durch y integrieren, das ist einfach ln Betrag von y. Und hier haben wir das Integral, wie gesagt, Integral 49, können wir einfach abschreiben mit a gleich 1. Also minus minus 1 halb mal ln Betrag 1 minus x Quadrat plus c. So, was müssen wir jetzt noch machen? Wir müssen das Ganze jetzt noch nach y auflösen. Dafür werden wir jetzt erstmal dieses 1 halb, ne, minus minus fällt weg, dieses 1 halb in den Logarithmus reinziehen. Es gibt ja diese Logarithmusregel, dass man, wenn man in einem Logarithmus eine Potenz hat, den Exponenten vor diesen Logarithmus ziehen kann. Natürlich kann man also die Zahl, den Faktor vor den Logarithmus auch als Exponenten in den Logarithmus reinziehen. Also gleich ln von 1 minus x Quadrat und das Ganze hoch 1 halb plus c. Warum machen wir das? Einfach damit hier vor dem Logarithmus nichts mehr steht. Das brauchen wir jetzt gleich, wenn wir die e-Funktion haben. Ja, die e-Funktion ist die Umkehrfunktion, ist natürlich ein Logarithmus. Können wir aber nur nutzen, wenn kein Faktor mehr vor dem ln steht. Also machen wir das jetzt mit der e-Funktion, also e hoch das Ganze, dann steht da e hoch ln y gleich e hoch ln 1 minus x Quadrat hoch 1 halb plus c. E hoch ln y als Umkehrfunktion bleibt also y stehen. Hier können wir das leider noch nicht machen, weil hier eine Summe steht. Ne? Solange hier eine Summe steht, kann ich nicht einfach sagen, e und ln kürzen sich weg, sondern, oder heben sich auf, sondern ich muss erstmal die Summe hier entfernen. Da gibt es aber die Potenzregel, dass man, wenn man in einem Exponenten eine Summe hat, kann man diesen Exponenten auch auseinanderziehen. Ja? Ich schreibe mal die Regel vielleicht nochmal daneben. Also a hoch n plus m ist gleich a hoch n mal a hoch m. Ne? Wenn ich zwei Potenzen mit gleicher Basis multipliziere, dann kann ich die Exponenten auch addieren. Ne? So wie hier. Gut, das heißt, ich kann also daraus machen, e hoch ln Betrag von 1 minus x Quadrat statt 1 halb hoch 1 halb können wir auch Wurzel schreiben. Machen wir das vielleicht. Also schreiben wir hin ln von Wurzel 1 minus x Quadrat mal e hoch c. Und jetzt können wir e und ln gegeneinander wegkürzen und dann steht da y ist gleich Wurzel 1 minus x Quadrat mal e hoch c.
Und jetzt können wir statt E hoch C auch einfach C1 schreiben. Dann steht der Y ist gleich Wurzel 1 minus x Quadrat mal C1 mit C1 gleich E hoch.